Moin Leute! Willkommen zu einer weiteren Folge Barrel Beast. Heute mit einer Lost Distillery. Etwas ganz besonderes. Nein. Capadonnach. Aged 18 years. Peated Small Batch Release. 48%. Und wir haben hier Batch CP001. Das ist das erste Release, was in dieser Serie rausgekommen ist. Aus dem Jahr 2018, wenn ich mich nicht ganz irre. Und American Oak Barrels. Es gibt inzwischen 5 Batches. Und die sind alle vom gleichen Stil. 18 Jahre alt, meine ich alle. Alle irgendwie peated. Und wir haben uns schon mal eingeschenkt, ein bisschen atmen lassen. Und der 3 Stunden steht er schon hier. Nee, aber der füllt wirklich ganz schön den Raum mit seinem Aroma, muss ich sagen. Ah, ich dachte, du wärst das. Okay. Nee, der Whisky war's. Okay. Natürlich. Nee, es war echt der Whisky. Also der hat ganz schön Wumms. Weißt du, was noch Wumms hat? Hoffentlich die Drehung Wenn jetzt. Wenn du für einen schlechten Part zuständig wärst. Ja, da bin ich ja gespannt. Du, das bist du. Ganz eindeutig. Bei dir mussten wir schon 73 Mal dann neu drehen. Nee. Aber ich bin ja keine Pussy. Ja, doch. Nee, ist okay. Ich bin für einen schlechten Part zuständig. Und was mir schon mal gar nicht gefällt, ist das Flaschendesign. Ja? Diesen Flaschen wurde das verkauft. Das ist absolut erbärmlich. Nein, natürlich nicht. Das ist doch ein schönes Etikett, was wir haben. Bottled bei Happy Stone. Bei Happy Stone, ja. Danke, Happy Stone nochmal an der Stelle. Und ja, komm. Was soll ich sagen? Also ganz ehrlich, man hat es nicht so oft, dass man schon von hier über den Whisky Aromen aus dem Geruch mitgeben kann. Das hat wirklich ein krasses Aroma. Scharfe Preiselbeeren. Verrückt. Also irgendwie so, ja doch, irgendwie so ein Stück Steak, was in Pfeffer angelegt wurde und mit so einer Preiselbeere oder mit so einem Zweig sozusagen garniert wurde. Ich habe wirklich... Genug von meinem Gerede? Ja, oder ich habe wirklich genug davon. Ey. Nee, ich habe Eier mit Speck. Richtig schön in so einer schmiedeeisernen Pfanne. Richtig schön lange drin. Ja, vielleicht ein bisschen zu lange. Also wirklich Röstaromen ohne Ende. Ein geiles Ding. Also bei Bienenkernen wäre ich dabei gewesen. Ich kriege richtig Hunger. Ich habe mich mal wieder erstklassig nicht informiert. Aber was ich gehört habe, ist, dass hier ganz schön viele Stückzahlen auch auf den Markt gekommen sind. Ich hatte nur gesehen, das, was zumindest in der Base irgendwie zu sehen war, abfotografiert war auch Flasche 5000X von weiß ich nicht wie viel tausend. Also so lost ist die Distillerie noch nicht auf dem Markt. Ja, ich glaube, die hat original mal 100 Euro die Flasche gekostet, so ungefähr. Jetzt geht sie so für niedrigster Preis 115 oder sowas. Es gibt aber auch Batch 2, 3, 4, 5. Da müsste man mal genau gucken, wie sich das da verhält. Mhm. Tatsächlich bin ich erst mit Batch 3 auf die aufmerksam geworden. Mhm. Natürlich das beste Batch, was es gibt. Das stimmt. Kurz danach kommt Batch 1. Bottle Flipper aufgepasst. Nee, ich habe nicht geflippt. Alles gut. Der steht zum Verzehr bereit für jemand anderen in 5 Jahren. Nein, Quatsch. Was ich ja noch habe, sind ein bisschen Pepperoni oder wirklich ganz, ganz viel schwarzer Pfeffer. Ich muss aber sagen, Alkohol nicht perfekt eingebunden. Ja. Nee, kann auch die Schärfe sein, das ist so. Oder es ist halt ein bisschen holzig geworden. Ich würde es auf den Alkohol schieben. Aber wir haben natürlich auch 48%, okay. Aber das ist nicht perfekt. Aber 48 für einen 18-Jährigen, ganz ehrlich, ist jetzt nicht die Welt. Nein, aber also der Torf kann da einiges übertünchen, aber der Alkohol kommt schon durch, wenn man ein bisschen länger seinen Kolben da reinsteckt. Absolut. Ich meine, wenn du das mal vergleichst, es gibt sehr, sehr viele, die haben 46,3. Da ist der hier deutlich, deutlich kräftiger und hat mehr Wumms. Warum 46,3? Ist einfach so. Ist Standard. Ich dachte, Standard wäre 46. Ne, 0,3. Okay. Bunner. Ja, aber das ist auch der Einzige. Ja. Sehr gut. Sehr viele. Das ist bei mir zu Hause. Ja, okay. Ganz, ganz viele. Das ist gut.
Ja, ich würde mal zum Geschmack kommen. Aber ja, sehr gerne. Hat schon so eine Frische auch in der Nase, aber ja, verbrannte. Also mir gefällt die Nase sehr gut, muss ich sagen. Verbrannte Lorblätter habe ich irgendwie noch mit in der Pfanne da. Ja, also wir befinden uns in der Küche bei diesem Whisky. Pinienkerne, Lorblätter, alles in der Pfanne mit deinem Spiegelei, warum auch immer. Spiegelei und Speck. Bisschen angeguckt. Aber Speck? Ja, doch, Speck, ja. Ja, deshalb ist es eine große Pfanne. Aber was für ein Spiegelei? Wachtel oder Straußenei oder, du erkennst ja nichts anderes. Normale Hühner werden ja nicht verzehrt, ne? Ne, Taumeier. Taumeier. Ja. Aber nur die weißen mit einer schwarzen Feder, oder? Was gibt's denn so in Schottland für Vögel? Wie auf Eila. Eila ist ja sehr bekannt bei Ornithologen. Das ist ja ein Vogelparadies. Also was es da auf jeden Fall gibt. Es gibt nur an Touristen die verrückten Whisky-Leute. Dann, was war das Zweite? Weiß ich gar nicht mehr. Birdwatchers. Birdwatchers, auf jeden Fall auch dabei. Ja, mehr nicht. Das Drei gab es doch. Irgendwie Segelleute oder so. Wanderer vielleicht, Wanderer. Ein paar Bescheuerte. Aber ganz ehrlich, wer da wandern geht, der hat auch einen Schuss nicht mehr gehört. Macht man nur zum Ausnüchtern und selbst das ist Zeitverschwendung. Oder wenn man Birdwatcher ist. Ja, oder Birdwatcher. Aber die watchen Birds und nicht Wandering, ey. Wandering. Was wollte ich sagen? Jetzt hab ich meinen Faden verloren. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich. Wir trinken mal. Ja. Slanchewa. Frech. Sehr frech. Ganz ehrlich. Schlechter Part von dir. Besonders schlecht bisher. Mir fehlt ein bisschen noch die Speckigkeit. Könnte ein bisschen mehr sein. Ist sehr trocken tatsächlich auf der Zunge durch dieses Kohlige. Ich habe jetzt fast schon echt trockene, diese wirklich Kohle auf der Zunge. Kann man mögen. Wenn man aber Torf und Rauch hasst, wie ich, dann ist das absolut ekelhaft. Es ist gar nicht so der wärmste Whisky, also geht schon in eine warme Richtung, ist nicht so kalte Asche, aber geht fast, ja, es hält sich so die Waage, warme, kalte Asche. Es ist jetzt nicht wie ein Scorch, ja, der so völlig kalt ist, ist aber auch nicht wie so ein Koila, wie an so einem warmen Lagerfeuer, ist so ein Zwischending. Ich habe so ein bisschen karamellisierte Birne auf jeden Fall mit dran, aber, und dann kommt halt wirklich Asche, 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 bisschen Speck, definitiv zum Abgang, also bisschen ist gut, Abgang speckig. Ich finde aber tatsächlich, wie du sagst, Geschmack, erste Tendenz eher warm und dann wird es kalt. Dann wird es sehr schnell kalt von der Asche. Und das, wenn man darauf steht, geil, aber ich finde es fast ein bisschen too much. Es ist mir nicht zu, also nicht sehr ausgewogen, muss ich sagen. Ja, es ist so ein bisschen wie ein angekokeltes Gericht, ja. Dass das schon fast durch diese Röstaromen ein bisschen bitter wirkt. Aber diese Süße, die dabei ist, die gibt dem Ganzen so ein interessantes Aroma, finde ich. Mir kam es in den Sinn, wenn man einen Pancake zu lang in der Pfanne lässt und der wirklich schon echt drüber ist, richtig, richtig dunkel wird, und dann macht man einfach Ahornsirup drüber und isst das Ding. Danach schmeckt er, finde ich. Das ist speziell, aber ich finde es nicht schlecht. Es ist mal was anderes. Also sowohl süß als auch so ein bisschen bitter und auf jeden Fall geröstet. Ich kann mir sogar anstatt Ahornsirup, könnte ich mir so ein bisschen Mirabellen-Likör vorstellen, dass man den drüber kippt über deinen, was hast du gesagt, Pancake oder was? Ja. Finde ich, und was noch ein bisschen mitkommt, von der Kohligkeit hin zur Erdigkeit. Ja, kann es nicht besser beschreiben, aber definitiv so ein paar Erdaromen. Fast schon metallern, also würde ich fast sagen. Ja, doch. Hat echt spezielle Noten, das Ding. Ja. Muss man sagen. Ja, hat auch einen seltsamen Abgang. Mittellang, eher lang. Ist nicht das schönste Mundgefühl, muss ich sagen. Gefällt mir nicht so sehr. Aber also, Geschmack, muss ich sagen, ist schon schön. Musst du das eigentlich wirklich sagen? Oder? Muss ich sagen, ich bin ehrlich. Bist du ehrlich? Ich bin ehrlich. Wie ehrlich bist du? Ich muss du es sagen. Du lügst doch schon wieder. Nee. Aber sag mal, musst du sagen, wie ehrlich du bist? 10 von 10 ehrlich. Und ganz ehrlich,
Der ist gut. Also ich finde ihn gut. Ist jetzt kein Highlight für mich, das auf keinen Fall. Aber es ist eine Lost Distillery. Deswegen 100 Punkte. Eigenständiger Geschmack, ja. Und Torf. Punkt. Ja. Mit Torf und Süße. Und die Süße ist wirklich ganz schön eingebunden. Alkohol ist auch da. Klar, der hat ein paar Fehlnoten, finde ich. Aber da kann ich drüber hinwegsehen. Also ich hätte mich gefreut vom Geschmacksprofil, wenn er sich ein bisschen entschieden hätte, entweder mehr in diese Speckigkeit zu gehen oder aber sich das hinentwickelt hätte zu diesem feurigen Raucharomen oder Feuer, ich sag mal, ne, am Feuer, Lagerfeuerarom. Und der ist gerade irgendwie so, ich komme gerade ans Lagerfeuer, die ganzen Leute sind schon weg, ne? Der mit der Gitarre, der sitzt da noch mit irgendeinem Mädel gerade, aber das Lagerfeuer ist schon ausgegangen und ich sitze dann da alleine. So ist dieser Whisky für mich. Also ich kann mir vorstellen, dass er ganz schön war, aber der Ach ey, Abend, da aber. sitzt ja echt irgendwas tief bei dir, ne? Ja, Irgendwie ist so. schlimmes Erlebnis. Lagerfeuer ist nicht so meins. Nee, aber ich finde es schade, dass der so ein bisschen, also wie man den hätte besser machen können, finde ich, wenn der ein bisschen cremiger wäre. Ja. Weil mich stört am meisten eher dieses metallische, bittere Mundgefühl, was er lässt so im Abgang. Das ist nicht Und angenehm. er hat was Metallenes, ne? Das kann man Ja. echt so sagen. Ja. Irgendwie so ein altes, beschlagenes Hufeisen von so einem Pferd, irgendwie stelle ich mir so vor. Wenn ich das im Mund kauen würde, sehr Ja. lecker, dann Auch würde es leicht so so schmecken. rauchiges Gummi im Abgang. Ja. Das sind nicht die schönsten Noten. Finde ich gut, dass du da mir beipflichtest. Ja. Also ich kann aber drüber hinwegsehen, muss ich sagen. Haut mich nicht so außer Bahn. Kommen wir vielleicht mal zur Benotung. Bevor ich den Abgang habe, trinke ich einfach weiter. Und Und dann am Ende ist okay. bevor dann der Abgang wirklich kommt, wenn du durch Dann bist, mache ich den anderen auf. Nee. schenkst du nach. Ja, genau. Also, ich werde das jetzt mal ein bisschen relativieren. Weil das ist schon Oberklasse, kann man nicht sagen. Also nicht anders sagen. Ist jetzt nicht der beste Whisky überhaupt, aber jetzt auch nicht. Ne? Wir haben da einiges an negativen Sachen hervorgehoben. Der ist nicht perfekt. Hat aber so ein ganz klares Aschenprofil. Das kann man halt auch mögen. Insofern, wenn man Asche mag, trockene Alle Kohle, Asche-Fans aufgepasst. genau, dann ist das genau das Richtige für einen. Perfekt. Mir gefällt es nicht ganz so. Alkohol geschmackstechnisch gut eingebunden, Nase nicht perfekt, aber der Torf, der liegt da eigentlich schon gut drüber. Deswegen kann man da eigentlich auch das Meckern auf hohem Niveau. Abgang gefällt mir eigentlich fast am besten mit diesem Speckigen. Das könnte noch mehr sein. Ich weiß nicht, da hatten wir schon ein, zwei, die man, oder ein, zwei, drei, vier würde ich sogar fast schon Mmh. sagen. Ich lehne mich sehr weit aus dem Es geht Fenster. aber Ich los, ey. weiß, ich lehne mich aus dem Fenster. Die waren besser. Und deswegen Benotung, Ganz ehrlich. Abgang. Ich bin ehrlich, ja. Ich muss es sagen. Ja, tatsächlich. So, 86 Punkte. Und Geschmack und Nase, Geschmack finde ich fast am schlechtesten. Ja, 83, Nase 84. Freunde von verbranntem Gummi, aufgepasst, ja. Das hier ist euer Whisky. Das ist so. Zumindest im Abgang. Also ich finde den Abgang am schlechtesten, muss ich echt sagen. Ich finde ihn im Geschmack und in der Nase deutlich besser. Im Abgang wird er mir relativ flach und da treten für mich die Fehlnoten deutlich hervor. Im Geschmack mit der Süße ist es deutlich besser, finde ich. Wir hatten das mit Pancakes und Marmelade oder Sirup. Und in der Nase, da ist der einfach so präsent, das ist echt gut. Also in der Nase gebe ich ihm 87 Punkte, im Geschmack gebe ich ihm auch 87 und im Abgang gebe ich ihm 84 Punkte. Okay. Ist eine Also, Kaufempfehlung für mich. wie viel würdest du bezahlen? Ja, Lost Distillery, ne? Wenn ich das weglasse, dann würde ich dafür 70, 80 € hinlegen. Und wenn du es nicht weglässt? Ja, wahrscheinlich 100. Aber für 100 würdest du einen kaufen. Ja. Da muss man mal gucken, kann man ganz klar sagen.
dass wir vielleicht beim nächsten Release, das letzte 05er war im Jahr 2021. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass das sechste Batch vielleicht dann dieses Jahr kommt. Einfach mal die Augen offen halten, weil gut, die werden ihre Preise auch ein bisschen adjustiert haben, aber dann seid ihr vielleicht in dieser Range. Weil die haben, ich weiß zumindest, die ersten drei Batches, die haben alle so um die 100 Euro initial gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim 5er war, aber dann würde ich ein bisschen darauf zielen, weil die jetzt im Sekundärmarkt zu kaufen, ist noch immer okay. 1er Batch kostet, glaube ich, 115 Euro, was wir hier gerade getrunken haben. Das ist fair. Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Bei den anderen muss man mal genau auf den Preis gucken, aber ansonsten könnte man auch einfach beim nächsten neuen Batch einsteigen. Kaufempfehlungen? Nicht zu jedem Preis. Ich bin so zwiegespalten. Wenn darum, weil man jetzt ein Lost Distillery, weil man was Besonderes im Schrank haben will, auf jeden Fall. Wenn man sowas mal sucht, dann kommt man hier relativ gut an was Schönes ran. Wenn es jetzt nur um diesen Torf-Ascher-Gedanken geht, muss ich sagen, dann würde ich lieber irgendwo nach Eila gucken und mir einfach eine aktuelle Flasche Scorch holen. Scorch für 200 Euro. Zum Beispiel. Ja, für 350 Euro würde ich mir einen Scorch holen und dann wäre gut. Wenn keine Rolle spielt. Ist so. Und ansonsten, Barrelbeast, ja nein, für mich nein, zu viele Fehlaromen, aber grundsolider Whisky. Ja. Alles klärchen. Dann vergesst nicht zu abonnieren, ansonsten gibt es Stress mit ihm hier und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.